Wir sind schon mitten im Wettbewerb und haben bereits das zweite Los gezogen. Wen haben wir da? Eine Gast aus Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren, aus dem schönen Städtchen Aachen. Ja, wirklich sehr schön. Ja, sie ist nicht zum ersten Mal hier. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an ihren Auftritt letztes Mal erinnern. Freuen uns auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Ja. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Klatscht bitte für Lukas Vita! Und auch Luca verdient einen Applaus, bis sie auf der Bühne ist. Immer durch die Menge. Gut so. Lukas Vita! Ich habe einen Text dabei. Er ist relativ neu. Ich habe noch einen, keinen Titel, aber eventuell nenne ich ihn das erste Liebesgedicht, das ich ernst meine. Und mein Freund hat dann so gesagt, oh, es ist für mich. Und ich so, nein, es ist für Brötchen. Ich habe mich natürlich informiert und herausgefunden, dass ihr hier gar nicht Brötchen sagt, sondern wecken, ist das richtig? Okay. Leider hatte ich noch keine Zeit, mich vollends zu integrieren, deswegen werde ich Brötchen beibehalten in dem Text, aber vielleicht könnt ihr euch das einfach vorstellen. Text. Eine wahre Pracht, die klare Nacht. Und wir haben sie wirklich gebührend erlebt. Doch am Horizont hat jemand einen Eimer umgetreten. Es verteilt sich ungebeten, alle Wagen zu erahnen. Die ersten paar Schwaden von Strahlen des Tages. Ein Schwan hebt den Hals. Es beginnt sich ein klares Gesicht abzuzeichnen. Ich finde noch Bares in Taschen. Es schleichen die letzten Versetzten alleine nach Haus. Ein unsichtbarer Strang zieht mich auf die fahle Straße, denn es drang mir gerade eben erst ein Duft in meine Nase und ich folge von Wolken aus Watte flankiert, dem Geruch, der mich in eine Wohngegend führt, die mir vorher schon bekannt war, weil dort irgendein Verwandter meine Parkbank abgebrannt hat. Aber heute ist es anders. Heute wandert mein Blick über kahle Fassaden, Barrikaden von Wagen, die schon lang nicht mehr fahren, zu einem Gebäude, das leuchtet, ein einsamer Laden, dessen wettergegerbten, mit Brettern verstärkten Lettern mit lange bewahrten Bekenntnissen besagen, Bäckerei, nice. Darunter ein Schaufenster für Fleißige und Faulenzer, für Eilige und Draufgänger, für alle, aber vor allem für mich, denn ich bin Frühstücksfetischistin, ich brauche nur einen Tisch und von allem ein bisschen, dann werde ich wohnhaft, in meinen Adern fließt O-Saft, ich brauche ein Boot mit einer Botschaft, die Kerne auf der oberen Hälfte sind Sterne, ich könnte jetzt schweigen und mich an ihnen laben, aber zu Brötchen und Brot gibt es so viel zu sagen. Brötchen besänftigen wütende Gemüter und man kann sie weitergeben. An die grantigen Verwandten, aggressive Elefanten, die auf Safari dein Auto eindrücken wollen. Achtsame Nachbarn, die immer wissen, wann du nach Hause kommst, aber vor allem, wann nicht. Und hast du Bock auf Backwaren, musst du nicht in die Stadt fahren, auch wenn das Dorf nur 3 Einwohner hat. Einen Bäcker gibt's immer. Ob verkatert, betrunken, verletzt oder gesund, ob spontan oder geplant, ich werde ein letztes Mal verwarnt, weil ich mich vorgedrängelt habe, aber es gibt nur noch ein Croissant. Die Bäckerei, mein Schutzpatron, mein wertvoller Schmuck im trostlosen Ton dieser stark befahrenen Straße, in der Staub und Stadtabgase schlechte Stimmung produzieren und wenn Gangster an die Fenster aller Blocks mit Farbe schmieren, steht da immer nur aufs Maul oder ich töte deine Haustiere, aber nichts Nettes. Deswegen brauche ich dich. Du bist mein Tempel, ein Pendel, das mich hypnotisiert, dir der Stempel auf der Karte zum Sparen markiert, ein Lebensabschnitt, der Bewegendes gibt in der Gegend des Nichts, was mich stärker betrifft. Hier findet Verständnis, Erkenntnis, wer immer sie sucht, hab nur keine Scheu. Brot ist Jesus approved. Und stell dir vor, du hast einen One-Night-Stand und es war vielleicht nicht ganz so geil. Aber morgens gibt's Brötchen. Zack, Haus gebaut, Baum gepflanzt, Kinder gezeugt, in der Vorstadt verschanzt, mit einem Bäcker um die Ecke, denn allein zu diesem Zwecke macht es Sinn, ein Haus zu bauen. Egal mit wem.
Und magst du die Rosinen nicht, nimm Bienenstich oder Mandarinenkisch. Ich würde gleich mein Herz in Mürbeteig verrühren, aber dann bin ich tot. Und dann kann ich keine Brötchen mehr essen. Aber ich sage ja zum Leben. Mein Brot ist nicht halb, es ist Vollkorn. Die Stollen sind golden und Rollen mit Sahne und Marmelade sind kostbare Ware. Mit strahlenden Augen schaue ich auf Krapfen und Laugen, auf Brötchen mit Früchten und Nüssen, Brötchen mit Güssen aus Zucker. Von Mutter ist nicht alles geil. Das redet man sich manchmal ein, wenn man mal wieder Geld braucht. Denn ob schwarz oder weiß, hart oder weich, süß oder deftig, leicht oder heftig, frisch oder trocken, mit Flocken und Roggen, mit Dinkel und Schinken, Beläge, die stinken, ich will ihr versinken in Schnee, Wehen aus Mehl, will mich einbetten, in Wecken mit Zimtschnecken zu decken, ich will mich tummeln und mümmeln, in Meeren aus Krümeln, in Mohn und in Kümmel, ich schließe die Türen zur Realität, ich stell keinen Wecker, solange es geht, will ich eins mit dem Teig sein. Entschuldigung, jemand tippt auf meine Schulter. Wenn Sie Ihr Gesicht in die Brötchen drücken, dürfen wir die nicht mehr verkaufen. Ich nehme meinen Kopf aus dem Korb und sehe mich um. Hinter mir steht eine lange Schlange Kunden, die mich entgeistert und angewidert ansieht. Ich verlasse die Bäckerei mit 15 angesabberten Brötchen und lebenslangem Hausverbot. Das war heute Morgen. Und weil ich die Gelüste nur schwerlich unterdrücke und gar nicht weiß, wie ich die Zeit noch weiter überbrücke, fällt mir ein, dass ich noch einen letzten Ausweg wüsste. Und ich verweigere die Sühne, nein, ich stell mich auf die Bühne, denn wie heißt es noch? Applaus ist das Brot des Künstlers. Also los, ich hab Hunger. Dankeschön.